Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Weiter geht es. Soundcheck. Rüber da. So. Jetzt stehen hier nur ein paar einzeln rum. Wieso wird der eine da ausgeblendet? Ich weiß, dass du da bist. Ja, immer ein Schlag. Wo hast du dich denn angeschlichen? Habe ich einen Soundcheck gemacht? Hey, hey, hey! Du! Du! Und du! Mal machen wir am besten noch einen Soundcheck. Habe ich einen Soundcheck gemacht? Das mit du muss erreichen. Und hier liegt, glaube ich, was? 8000. Jetzt habe ich wieder 28.000. Was für Ringe habe ich eigentlich? Stirb! Der ist tot. 5000 Seelen. Und der Isolit-Beschleuniger. Wo bist du? Okay, das sind alles viele Seelen, die ich habe.
Lasst mich in Ruhe. Ach so, die Waffe ist zerbrochen. Meine Hand. Jetzt muss ich irgendwie mir ein bisschen ein paar Seelen springen lassen. Ich brauche 45.000 Seelen, um ein Level abzumachen. Also, das ist keine Mimik. Hui. Zurück. Noch nicht. Erstmal hier lang. Hallo. Der um die Ecke kommt und um die Ecke gebracht wurde. Jetzt habe ich 64.000, 72.000, ich bin noch 27.000. Und ich will nicht riskieren. Nein! Das gibt es doch nicht! Ich wollte da ran! Auf jeden Fall, dieser Kirk hat ziemlich viele Seelen gebracht. 26.000. Das ist schon reichlich. Nein! Verflucht! Da will man irgendwo rankommen und man bekommt es nicht, weil man wegrutscht. Ah. Gut, ich habe 4 Versuche. Zu leveln. Was zur Hölle? Wo habe ich die Menschlichkeit her? Egal. Ja. Bleibt nicht stecken. Zwei mit einem Schlag. Hat er mich erwischt? Jetzt habe ich 74.000.
Oh Mann. Lebt der? Anscheinend nicht. Oh Mann. Das kann lustig werden. Wach auf! Hm? Oh, ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. Must be the warmth. Well. What's on your mind? No, don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Anderer Bogen. Also, es war doch so, dass einer überleben muss. Wie viel Leben haben die eigentlich? Ich werde erstmal alle anschießen. Ha! So, immer weiter runter mit dem Leben.
anderer Ring. Friend, I have an idea. A good one, really. I will rush those dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, friend. I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. Okay. But now, I go. Don't be slow. Okay. But you, well, you, oh, thank goodness. I think I'll have, oh, don't you worry, the ground below, I'll recover. Yay, ich hab es geschafft. Er hat überlebt. Ja. Huhu. Danke, danke, danke. Leben. Neunundsiebzigtausend habe ich. Falsch. 84.000. Ich brauche noch 15.000. Woran erkennt man, dass ich es geschafft habe? Er lebt noch. Daran kann man erkennen, dass... ...dass die Sache, die ich machen wollte, geklappt hat. Die Quest ist also komplett fast. Fast. Rote Scholle. Ich weiß, dass du da oben bist, du Mistvieh. Ich werde dich auslöschen. Jetzt habe ich 85.000. So, jetzt muss ich nur hier wieder rauskommen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es geklappt hat. Den wollte ich nämlich unbedingt machen, weil ich krieg dann, dadurch kriegt man die Titanit-Scholle. Eine Scholle. Und die sind selten. Ja. Nicht wieder runterfallen. Was ich wieder reparieren lassen muss, ist meine Hand.
Lebt der? Die sehen immer verdammt lebendig aus, weil sie sich bewegen. Aber egal. Dass das geklappt hat, freue ich mich. Darüber freue ich mich. Wie viel Belastung habe ich eigentlich? Heißt, ich muss was nachgucken. Wieso habe ich sie zweimal? Na. Also, wie mache ich das? Ich muss auf 84 kommen. Na, so wird das nichts. Oh, was denke ich mir denn dabei? Ich werde meine Ausrüstung wieder noch besser. Mein Tragkraft wird dann noch besser. Na, das muss ich ja bedenken. Zurzeit nehme ich aber das. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.